Was wir jetzt brauchen, ist ein schnelldenkender, klug handelnder, tapferer, aufrechter und ehrfürchtiger Held. Peppa, was tust du gerade? Pizza essen. Mein Bestes! Dein Bestes können wir bestens gebrauchen. Hier ist der Plan. Erstens, finde die fehlenden Seiten. Zweitens, bau die Insel wieder auf. Drittens, auf die Plätze, fertig. Und viertens, los! Und hüte dich vor den Steinbottern. Ja, wir sollen jetzt quasi den ganzen Drecksarbeit machen. Also in Teil 1 war es wenigstens noch eine Arbeitsteilung. Und jetzt ist der 11-Jährige, 10-Jährige, 9-Jährige das potenzielle Opfer des Lego-Pedobärs. Die einzige Hoffnung der Lego-Insel, oder wie? Interessant, interessant. Sehr interessant. Peppa, hübscher Tag für sowas, was? Scheint dich ja nicht groß zu interessieren, dass hier alles zerstört wurde und da ist ein Steinbotter. Mein Haus ist auch weg. Ihr Schweine. Peppa, pass auf dich auf, Mann. Wie wär's, wenn du mal was tust, Nick? Was passiert denn, wenn ich jetzt einem Steinbotter begegne? Das interessiert mich doch mal echt, weil, ja. Hä? Kann ich die mit Pizza abwerfen? Ja, kann ich. Ah, muss ich. Hä? Nee, der ist einfach nur weg. Was zur Hölle? Alles klar. So kann ich sie auf jeden Fall wegkriegen, aber was, warum, hä? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich habe den jetzt abgeworfen, aber... Ach, links oben ist jetzt 2. Dass ich 2 abgeworfen habe, oder wie, und das ist... Hurra! Guter Fund! Okay, alles klar. I know what I have to do. Jetzt dürfen wir also wieder durch die ganze Insel, über die ganze Insel latschen und irgendwelche Seiten suchen, um etwaige Gebäude wieder aufzubauen. Da hinten blinkt wieder was. Na, dann wird da wohl die nächste Seite sein, logischerweise. Und du bist wieder so einer. 3, jetzt haben wir dich gefangen, oder was? Wie dem auch sei. Hallo, Ingenieur! Ach ja, der Ingenieur hat's schon schwer. Um natürlich drauf einzusteigen, auf die ganz schlechten Wortspiele, die ja regelmäßig verzapft werden. Finde ich ziemlich cool. Wie nochmals erwähnt, wie im letzten Part erwähnt, ich stehe einfach auf solchen schlechten Mist. Reitet auf. Ihr. Okay, ist irgendwie... Hey, sind sie denn weg? Ich habe sie alle eingesammelt. Und wo ist denn das nächste? Wo ist die nächste Seite? Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren, hey, du hast deine Seite übersehen bei irgendwas, 598 oder so. Was gar nicht geht, du Vollidiot. Weil die Minute nicht länger als 60 Sekunden geht, deswegen ist 98 voll falsch, ey. Meine ganz blöde Vermutung, weil es irgendwie passen würde. Weil, es ist ja nicht nur ein neuer... Es ist ja nicht nur so ein Trend in neuen Spielen, die Spielzeit einfach mal künstlich zu strecken. Vielleicht ja auch schon 2001 in der Lego-Insel 2 so gewesen. Und das würde sich ja anbieten, wenn hier oben eine Seite ist, weil... Ah, ich bin so gut, ich bin so... Wir haben eine Seite gefunden. Ende. Ja. Ganz pragmatische Aussagen. Hey, mein Haus ist wieder da. Das war die wichtigste Seite, mal ganz ehrlich. Und sehe ich dann von hier aus, wer die letzte ist? Da. Ist ja cool. Hui. Und Peppa ist der Super Mario. Unter den Lego-Figuren. Er kann aus unbeschreibliche Höhen springen und landen, ohne dass was passiert. Das sieht aus wie so eine Feuerstelle. Wäre cool, wenn jetzt hier gegrillt würde. Fleisch ist auch schon da zum Grillen, wie ich sehe. Passt ja. Das kriegen wir auf die Reihe, Peppa. Na, dann ist ja alles okay, wenn du mir das sagst.
der im Schlafen steht. Der im Stehen schläft, wollte ich eigentlich sagen. Dann ist ja das in Ordnung. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu dem Kerl. Hier sind die Fußballer. Ich fände es unglaublich cool, wenn man Fußball fahren, Fußball fahren könnte. Wenn man hier Fußball spielen könnte. Da darf ich jetzt wahrscheinlich nicht hochgehen. Dann nimmt er mich. Obwohl, das wäre jetzt ganz praktisch. Ja, danke. Je nachdem, wo du mich jetzt hinbringst. Superman. Super. Gut, gut, gut. Ich fahre ein bisschen Skateboard. Achso, ich dachte, die Musik wechselt. War das nicht letztes Mal so? Nicht? Okay. Dann eben nicht. Und irgendwie ist das langsamer. Kann das sein? Kommt mir das nur so vor, oder ist das tatsächlich etwas langsamer? Fände ich ja irgendwie ein bisschen blöd. Fände ich echt ein bisschen... Nee, ich weiß nicht. Wo ist denn jetzt der Turm? Ach komm her, Skateboard legt mich auf. Legt mich auf. Das ist mein Haus. Gott, 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 Gott. Ich habe hier echt Orientierungsschwierigkeiten. Das habe ich aber bei allen Spielen, wo auch irgendwie nur ein Sinn von Orientierung gefragt ist. Ehrlich, ist die Insel jetzt völlig überbevölkert oder was? So viel habe ich da vorher nicht gesehen. Kommt ja alle her. Psst, weg. Ja, super. Das Wichtigste ist noch nicht hier. Das ist die Pizza. Mamas und Papas Pizza. Wo ist die Pizza? Ich habe da keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich hoffe, das drängt sich noch ein. Ich kann es euch natürlich nicht versprechen. Aber ich hoffe und wünsche es euch und mir, dass sich das eindringt mit dieser schweren Orientierungslosigkeit. Das war bei Teil 1 auch so eine ganz lange Zeit. Ich weiß, das mache ich jetzt gar nicht. Hey, weg damit hier. Ach ja, jetzt kann ich dich nicht. Ah, ist ja toll. Durchdacht. Das wäre irgendwo ein Außengebäude. Das, so viel weiß ich, glaube ich, noch. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Das ist so ein toller Satz, ne? Das da war's doch. Ja, das da war's. Wie gesagt, in Teil 1 hat sich das irgendwann gelegt gehabt. Also, was heißt irgendwann? Gegen Ende. Naja, wir sind da. Hey, Ladescreen. Bis gleich. Wenn du die Tasten drückst, kannst du die lästigen Steinbotter treffen. Aber pass auf, dass du mich nicht erwischst. Wäre das so schlimm? Oberen, unteren, linken und rechten. Also. Und links. 100%, ja. Au, sehe ich vielleicht aus wie ein Steinbotter? Ich wollte es einfach mal machen. Na gut. Wir müssen wahrscheinlich eine bestimmte Prozentanzahl erreichen. Ist ja nicht schlimm. Ich schaue prinzipiell erstmal auf alles. Was mir vor die Flinte kommt. Okay, schöne lustige Minispielchen. Noch nichts, was... Ups, Gott, Entschuldigung. Ja, das war jetzt blöd. Das war jetzt ein Überreflex. Noch nichts, was mich jetzt so richtig irgendwie begeistert. Finde ich jetzt bisher noch nicht so gut wie Teil 1. Aber meine Fazit kommt dann später. Ich will mindestens erstmal da anfangen. Von daher. Nein, diesmal nicht. Aber wenn du es verdient hättest. Was möchte ich für eine Prozentanzahl erreichen? Das ist immer schön, wie mir das gesagt wird vorher. Auf jeden Fall ist das irgendeine komische Maschine, wo Steinbotter drin sind, wie auch immer. Und was ist das überhaupt für ein... Ei. Man kann hier eine Menge hinterfragen. So viel ist klar. Oh, ja, natürlich. Dich treffe ich wieder. Ja, hallo. Und jawohl. Und jawohl. Oh, nein! Ups, Entschuldigung. Okay, jetzt stelle ich mich echt dämlich an. Der Großrechner und ich sind etwas lediert, aber trotzdem. Nicht schlecht gemacht. Ja, nicht schlecht ist aber auch nicht gut. Na egal. Und Ladescreen. Na, das ist ja herrlich. Bis gleich. Dauert das wieder herrlich lange. Heute gibt's bei mir Kartoffeln mit Schnitzel und Steinpilzsoße, Jägersoße mit Paprika und Steinpilzen und Champignons. Oh, ich freue mich schon. Lecker kochen. Ja, ich freue mich aufs Kochen. Lalalala. Keine Ahnung, warum ich das hier so rumsumme, aber mir ist langweilig. 0001110000. Notruf von der Kasselinsel. Dringend. Der Steinbrecher hat die Brücke zerstört.
Schlechte Nachricht. Der Steinbrecher hat die Lego-Insel verlassen. Die gute Nachricht ist, wir wissen jetzt, wo er steckt. Er ist auf der Castle-Insel. Den schnappen wir uns. Ich krieg noch Geld von ihm für die Pizza. Er hat die Brücke zwischen den beiden Burgen eingerissen und nun können die Burgbewohner gar nicht mehr gegeneinander kämpfen. Das ist ja grauenhaft. So ist es. Jemand muss zum Rescue-Hauptquartier gehen, ein Boot besorgen, schnell zur Castle-Insel flitzen und noch schneller die Brücke reparieren. Ich hatte gerade 5 Minuten Zeit. Dann auf ins Rescue-Hauptquartier. Rescue finde ich natürlich sehr schön. Das müssen wir denen mal lassen. Was ist das denn da? Ein Lasso. Willst du Pizza? Nein. Gut. Ja, unschuldige. Achso, jetzt kommt er gleich wieder. He-Man. Nee, Superman. Was ist das? Seht ihr? Ja, das seht ihr doch auch. Okay. Na komm. Ach, jetzt kommt er nicht, oder was? Also, du gehst mir gehörig auf die Eier. Das muss ich mal echt mal sagen. Wo auch immer das Rescue Hauptquartier ist. Aber Pepper, ich muss dir mal widersprechen, du hast länger als 5 Minuten Zeit, weil dein Arbeitsplatz wurde zerstört. Das heißt, keine Pizza ist keine Job. Keine Pizza ist keine Job, das muss dir klar sein. Ja, das alte Orientierungsproblem. Ich könnte ja natürlich auch kacken, aber das wäre ja witzlos. Ihr wollt ja alle die ganz tolle Lego-Insel sehen und wo zur Hölle ist das Rescue? Quartier. Da musste ich leicht Bäuerchen machen. Ja, Bäuerchen. Gut. Ich sollte mir eine Karte anfertigen. Bist du das Rescue-Hauptquartier? Vielleicht Wasser-Rescues? Ja, cool. Gerade. Ich war Erster. Warst du nicht? War ich doch. Warst du doch nicht? War ich eben doch, Edge. Also, nun brauchst du ein Boot. Besorg dir ein Boot und fahr zur Castle-Insel, wo rüstige Ritter in mittelalterlichen Mauern leben. Und Bürger und Brücken deiner Hilfe harren. Cool! Cool, du sagst es. Juhu. Irgendwo da hinten war es. Das weiß ich diesmal ein bisschen schneller. Ist ja nicht so, als wäre ich komplett orientiert. Aber finde ich jetzt ganz cool, wenn man in verschiedene Dimensionen und wahrscheinlich ja Ladescreen. Super. Schön. Vor allem ist es der gleiche Ladescreen wie aus Teil 1, wenn ich mich nicht irre. Also da haben die Entwickler sich ja ein Bein ausgerissen zur Gestaltung. Außer natürlich, dass die Ladezeiten wesentlich länger sind. Das haben sie echt hingekriegt. Geil. Und wesentlich öfters. Doppelt geil. Oder wie natürlich Pepper sagen würde, cool. Ich bin Pepper, der Pizzaschlepper. Ich bin Pepper, der Pizzaschlepper. Wenn er sich immer so vorstellt, kriegt er keinen Job außer Pizzaschlepper. Außer Pizzabote, jetzt ist er schon Pizzaschlepper. Aber wirklich mal, ich sag nächstes Mal auch zu meinem Pizzalieferanten. Hey, Pizzaschlepper. Weil ja gerade da der Bildschirm ist, la 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 la, kann ja Blödsinn erzählen, blabli blubli blub.